Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Janetz und ich grüße euch herzlich zur neuen Manga-Erstsendung. Heute mal wieder mit einem Girls Love und zwar auch wieder vom Manga-Kult. I am in love with the Villainous. Eine Reihe, auf die ich doch recht gespannt war dieses Jahr, da der Mangaka mir im Vorfeld doch sehr positiv aufgefallen ist. Zumindest wir auf Twitter, ähnlich. Wir sind nicht der Mangaka, der ursprüngliche Autor der Romanreihe. Sich halt gegeben hat. Ich fand ihn, er wirkte sympathisch, dementsprechend hatte ich dann auch hier Lust drauf. Und ich würde sagen, ich rede nicht groß um den heißen Brei, sondern erkläre euch direkt mal, worum dreht sich es denn? I'm in love and I'm in love with the Wellness. Und ja, im Mittelpunkt steht wirklich die junge Angestellte Rei Ohashi. Die ist halt ja eine klassische Angestellte, die halt eigentlich nur für eines lebt und zwar zu zocken. Dabei vor allem Dating Sims. Das geht so weit, dass sie dann halt auch wirklich sehr, sehr fixiert ist auf so manches Dating-Sim. Und ja, wie der Zufall es so will, macht sie eines Morgens plötzlich im Körper von, wie hieß sie, Rai Taylor auf, die Hauptcharakterin ihres Lieblings-Dating-Sims. Und das denkt sich doch so, geil, denn sie hat so einen kleinen Crush auf jemanden aus diesem Spiel, jedoch nicht, wie man vielleicht vermuten würde, auf einer der Routen, einer der Männer, sondern sie steht absolut auf Claire François, ich hoffe, so spricht man es aus, die Schurke, also die Gegenspielerin. Und nun findet sie sich halt in dieser Welt und denkt so, geil, ich treffe meine große Liebe. Und ja, nun erleben wir sie, wie sie nun eben total anfängt von Claire zu schwärmen, auch in ihrer Gegenwart. Und damit Claire das Leben regelrecht zur Hölle macht und Claire es nicht schafft, ihr das Leben zur Hölle zu machen. Und ja, nur zur Grundinformation. I'm in love with the Wellness stammt ursprünglich von Inori. Die Zeichnungen stammen dabei von Aono Shimo und das Character Design von Hanagata. Bei Manga-Kult erscheint der Manga für 10 Euro pro Band, wie immer leider im Großformat. Kommt mit Farbseiten daher, das ist sehr, sehr fein. Und das Ganze ist halt noch übersetzt aus dem Japanischen von Christina Rinnerthaler. Und ja, nun, und das basiert halt auf einer Light Novel, diese ist in 5 Bänden beendet. Hiervon gibt es derzeit in Japan 5 Bände. Ja, nun zu meiner Review. Ich ging in diesen Manga mit ja, relativ wenig Erwartungen, weil Girls Love, das kann richtig, richtig geil sein, das kann aber auch richtig, richtig Grütze sein. So viel von vorweg, es ist zum Glück keine Grütze. Ganz im Gegenteil, ich finde den erstmal sogar sehr, sehr witzig. Einfach weil hierbei diese klassischen Klischees aus diesen Dating-Sims für Frauen ja, schon fast ein bisschen verarscht werden und es einfach witzig ist, aber hey, scheiße, wenn Rai da plötzlich eine Fleck erreicht hat für einen der männlichen Hauptcharaktere, ich denke, verpiss dich, lass mich in Ruhe, kusch, kusch, ich will hier nur die Claire. Und vor allem auch dann die Beziehung zwischen Rai und Claire ist seltsam und auch witzig, wenn auch, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich ziemlich creepy, aber dazu gleich. Denn ja, im Endeffekt versucht Claire, die halt eine vom Adel stammt und dementsprechend Rai, die einfach nur eine bürgerliche ist, versucht sie halt raus zu mobben. Jedoch, jeglicher Mobbing-Versuch läuft schief und zwar komplett, denn Rai schafft es wirklich alles, was Claire irgendwie meint, als Mobbing darzustellen. Umzudrehen, so aller Belohnung und sie fährt halt weiter drauf ab. Im Wesentlichen Rai ist die absolute Masochistin. Wirklich absolut. Wirklich, was ihr da teilweise gefällt, ist ja. Oder zum Beispiel, ich finde die Szene zum Beispiel auch sehr, sehr gut gemacht von Rai. Und zwar, Claire hat halt klassisch Mobbingversuch, das Textbuch versteckt. Und das Ganze hat sie dann so ausgelegt, ah, Claire. Du willst doch nur, damit wir extra aneinander, damit ich bei dir mit ins Buch reingucken kann. Ach, danke und so weiter. Das ist herrlich bescheuert. Allerdings ist halt die Sache, sie nutzt halt all ihr Wissen über diese Welt aus. Sie weiß alles über Claire. Das wird auch in dieser kleinen Bonusgeschichte am Ende noch erzählt.
wird so angedeutet und auch während des Manga immer wieder wird halt klar gemacht, Rai weiß eigentlich alles über diese Welt. Wirklich absolut alles. Sie hat natürlich auch ein paar super krasse Kräfte, weil ist es so gesehen halt immer noch ein Isekai. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, fällt einem auf, eigentlich ist Rai übelst der Creep, weil sie halt, wie gesagt, sich regelrecht Claire aufdrängt. Und das ist, ich sag mal so, in unserer Welt würden da bei 99% der Leute die Alarmglocken losgehen. Auch was sie eben, sie weiß halt alles über ihren Schwarm, wirklich alles. Als wäre sie der krasseste Stalker und ähnliches. Und sie hat wirklich teilweise Stalker-ähnliche Zustände. Das ist, ich meine, sie ist jetzt keine Yandere, aber ich muss schon sagen, so, auch wenn ich diesen Manga teilweise sehr, sehr witzig fand, wie er diese ganzen Klischees behandelt, habe ich mir an einigen Stellen echt gedacht, okay, irgendwie tut mir Claire halt echt leid und Rai wirkt mehr wie eine Schurke, dadurch, dass sie halt all dieses Wissen hat und irgendwie creepy. Also es ist, ich finde, das ist jetzt kein Manga mit ohne Ende, oh, das ist ja süß, sondern ich finde die meisten Momente witzig, aber irgendwie, wie gesagt, ja, unangenehm ist das falsche Wort. Es ist jetzt kein It's not my fault, I'm not popular. Aber ja, man denkt halt schon so, oh Gott, mir tut sie leid, mir tut die so leid, mir tut die so leid. Auch wenn man natürlich seinen Spaß hat. Ich meine, irgendwo sind sie süß. Rai ist halt witzig, aber man sollte nicht zu viel drüber nachdenken, würde ich behaupten. Dann, das Artwork ist, finde ich, solide. Ich mag die Character Designs sehr, sehr gerne. Allerdings auch hier wieder Manga-Kult. Hört auf mit alles im Großformat. Das Ding ist keine Großformatreihe. Das hier hätte Taschenbuch easy getan. Das ist wirklich nur kein Artwork, wo ich mir denke, boah, das brauche ich jetzt. Und ich glaube, hier wird auch wieder diese 10 Euro pro Band abschrecken. Dann gibt es natürlich auch noch das klassische Problem mit, hey, es ist halt eine Manga-Adaption. Ist die Frage, wird das alles adaptieren? Weil gegen Ende des Bandes wird schon so ein paar Story-Elemente angedeutet, weil klar, es gibt halt so gesehen immer noch diese Routen aus dem Dating-Sim. Und ich bin vorsichtig optimistisch, weil, wie eben in den Grundinfos erwähnt, diese Reihe ist, ja, schon abgeschlossen. Also zumindest das Original in 5 Bände. Und 5 Bände als Manga zu adaptieren, halte ich noch für realistisch. Ich meine, selbst wenn man einiges weglässt und sagt, 2 Bände sind ein Novelband, kann man argumentieren, okay, 10 Bände dann hiervon, das ist machbar. Das ist wirklich machbar. Und ich würde so sagen, 10 Bände herum würde ich diese Reihe auch lesen. Dafür macht sie mir genug Spaß. Alles Längere hätte ich dann zum Beispiel inzwischen auch schon gesagt, ich weiß nicht. Und ja, dementsprechend, ich bin vorsichtig optimistisch. Aber nun, mein Fazit zu I'm in Love with the Wellness. I'm in Love with the Wellness ist ein netter Girls Love Love Manga, eher Girls Obsessions Manga. Für zwischendurch, der das Rad nicht neu erfindet, allerdings ein paar Klischees ganz nett parodiert. Man muss natürlich abwarten, nutzt sich das vielleicht mit den nächsten Bänden ab. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen vorsichtig. Man sollte gleichzeitig, wie gesagt, nicht zu sehr über das Verhalten von Rai nachdenken. Sonst könnte es passieren, dass es dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen unsympathisch wird. Aber so für zwischendurch, wenn man mal Bock hat auf einen Girls Love, kann ich I'm in Love with the Wellness auf jeden Fall empfehlen. Ich würde sagen, der erste Mann kriegt von mir eine 7 von 10. Nichts Weltbewegendes, nichts neu, es erfindet nichts neu, aber es macht Spaß. Es macht simplen Spaß. Nur halt 10 Euro pro Mann, bitter. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Über einen Daumen nach oben wünsche ich freuen, über ein Abo sowieso. Und ja, wenn ich viel zu sagen habe, danke fürs Zusehen und ciao.